Wie gesund oder wie schädlich ist eigentlich Kaffee? Wir klären es jetzt. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin hier mit Dr. Med. Petra Pracht in Bad Homburg in ihrer Praxis. Ich bin der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Und zwar ein Vorschlag von dir für dieses Interview war, du würdest gerne über Kaffee sprechen. Mhm. Ja, am besten, wie ich meinen Kaffee gerne mache. Nein. Wir reden darüber, ob er denn gesund ist oder nicht. Ja, gibt es ja unterschiedliche Meinungen drüber, aber ich würde dich jetzt gerne mal fragen, wie sieht es denn aus? Ist denn Kaffee gesund oder nicht? Und vielleicht gibt es auch Mengenbegrenzung oder Sorten oder irgendwie, wie man Kaffee macht. Vielleicht gibt es ja auch Unterschiede. Interessiert mich sehr. Ich bin nämlich ein Kaffee-Liebhaber. Mhm, ich weiß es. Was meinst du denn? Ist Kaffee gesund oder eher nicht so gesund? Ich glaube, wenn man ihn auf die richtige Art und Weise zubereitet und nicht zu viel davon trinkt, auf eine gewisse Art und Weise, ist es gut, weil, das hat der Dr. Krager mal in einem Video gesagt, es sind ja Bohnen. Kaffee, sind ja Bohnen. Ja. Und gewisse Antioxidantien gehen halt auch raus, weil es halt auch Bohnen sind. Aber es hat natürlich auch Koffein und es macht, merkt man ja selber, wenn man viel Kaffee trinkt, wird man schnell sauer und so. Okay, aber erzähl doch mal, wie du das siehst. Also, ich ganz kurz, ich rede mir das auch gerne natürlich schön. Ja, ja, das machst du aber auch immer total gut. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt der Kaffeebefürworter, auch wenn es tatsächlich Bohnen sind, das ist richtig, ist es doch so, dass Kaffee ein Genussmittel ist und ein Genussgift ist natürlich. Weil, was ist denn, wenn die Leute zum Beispiel morgens sagen, oh, ich brauche jetzt erstmal meinen Kaffee, ohne Kaffee geht nichts. Oh, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ja, sei froh. Ja. Und es gibt auch ganz viele Leute, die im Übrigen dann sagen, ach, Kaffee macht mir nichts und ja, ich lasse es doch einfach mal sein. Die hören dann mit Kaffee auf und kriegen dann einen Kaffeeentzug. Den hast du auch noch nie gehabt, oder was? Nicht mehr. Ich kann ja vielleicht erzählen, was ich für einen Kaffee trinke. Ah. Nee, oder soll ich nicht erzählen? Kannst du auch erzählen, aber... Nee, erzähl du erstmal, dann erzähle ich, wie ich es mache. Dann wissen wir nämlich. Okay. Also ich habe es, also genau wenn dieser Punkt käme, und die habe ich früher gehabt, als ich ein paar 20 war, da haben wir immer so richtige Kannen Kaffee gekocht mit einem Filtertüte und haben dann, als wir Musik noch produziert haben, ganz viel Kaffee getrunken. Und da habe ich morgens auch gemerkt, oh, aber wenn ich jetzt mal morgens keinen Kaffee trinke, dann merke ich es nicht, dann trinke ich halt vielleicht einen grünen Tee oder einen Matcha oder ich trinke einfach nur einen Kräutertee. Das kann ich auch. Ich trinke halt gerne Kaffee. Ich glaube auch, dass ich einen am Tag brauche, auch an so Tagen wie heute, um vielleicht ein bisschen Feuer zu haben. Wach zu sein. Ja, genau. Aber ich brauche ihn jetzt nicht. Okay, gut. Aber es gibt ja viele von euch, die den glauben zu brauchen, weil sie nicht wach werden, dann nicht auf die Toilette können und so weiter und so fort. Okay. Das ist natürlich schon so ein Problem. Also da sieht man auch schon so diese Abhängigkeit von Kaffee. Und das Dumme ist, nachdem es erstmal tatsächlich diesen Peak gab, wovon du eben auch gerade eben erzählt hast, dass du gesagt hast, auch an so Tagen wie heute, um klar im Kopf zu sein, tut es vielleicht ganz gut, ist es ja schon so, dass meistens nach einer Weile dann auch dieser Pegel wieder nach unten geht, weil was macht Koffein? Der Koffein kurbelt den Adrenalinspiegel nach oben, aber es fällt dann auch wieder ab und dann kommt nämlich, ups, jetzt werde ich müde, also brauche ich die nächste Tasse. Das ist ganz häufig so. Und deswegen sind wir Deutschen ja auch also die absoluten Kaffeetrinker. Ich glaube, 3 bis 4 Tassen pro Tag pro Einwohner wird hier schon getrunken. Und egal, ob ganz alt oder Baby und so, alle genau, eingerechnet. Ist alles drin, ja. Also das heißt, dann gibt es schon welche, die trinken dann schon richtig viel Kaffee. Ja, und das kann auf keinen Fall gesund sein. Richtig ist, und dass Kaffee tatsächlich Antioxidantien hat, aber da müssten wir schon richtig ganz viel davon zu uns nehmen, damit wir wirklich auch ausreichend Antioxidantien haben. Und das ist dann wieder schlecht, wenn wir dann zu viel Koffein haben. Also deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt einen Freibrief geben für Kaffee. Wobei, also verteufeln tue ich ihn jetzt auch nicht. Wenn man meinen Kaffee trinken mag, dann darf man das schon mal tun. Aber muss schon wissen, dass es eben ein Genussgift ist und dass da Koffein drin ist und dass Koffein einfach auch uns schädigt. Und deswegen einfach bewusst damit umgehen, das ist so eine Geschichte. Also nicht unendlich viel trinken und durchaus auch mal versuchen, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Kaffee weglasse, gehöre ich zu denen, die einen Kaffeeentzug kriegen, weil Kaffeeentzug, das tut richtig weh. Ja. Und der fängt immer erst am Abend dann im Übrigen an mit Kopfschmerzen. Die können
wirklich sich zu einem Migräneanfall zusammenziehen, weil wenn der Körper in einem Entzug ist, dann spannt die ganze Muskel an. Und wir sagen immer von Liebscher und Bracht, dass die Migräne eigentlich ein Hexenschuss der Halswirbelsäule ist, ja, weil von dem Schmerzempfinden her ist es genauso intensiv, ja. Keinerlei Bewegung mehr. Und es ist deswegen, weil der Körper tatsächlich in einen Entzug kommt, also da in einen Stresszustand. Und da ist eigentlich dann wirklich auch höchste Eile geboten, von dem Kaffeekonsum, von dem täglichen, sich ein wenig zu entfernen. Aber nichtsdestotrotz, für diejenigen von euch, die sagen, also jetzt, das langt mir, jetzt will die mir auch noch den Kaffee nehmen, habe ich aber trotzdem noch ein paar wirklich gute Tipps. Also A, kommt es drauf an, dass man Kaffee nimmt, der langsam geröstet wird. Also es gibt Röstverfahren, die dauern länger und da ist auch die Temperatur wesentlich geringer. Mhm. Und es gibt die Schnellröstverfahren und die sind einfach nicht so gut, weil auch viel mehr Acrylamid zum Beispiel hergestellt wird. Die gehen dann innerhalb von 1,5 Minuten auf 400 Grad, die sollte man nicht nehmen. Und das bildet sich ab in der Bezeichnung Robusta-Kaffee. Also der ist schnell geröstet, der ist nicht so gut. Der Arabica ist zum Beispiel langsam geröstet und von daher besser. Also schon mal ein Tipp. Ja, ist doch nicht schlecht, oder? Ich trinke immer nur Arabica. Ja, und dann für diejenigen, die denken, okay, mit dem Koffein, das könnte schon so sein, dass ich eine Abhängigkeit habe, kann ich euch eigentlich empfehlen, entkoffeinierten Kaffee zu trinken, aber nicht jeden. Weil normalerweise wird Kaffee entkoffeiniert mit Chemie. Ja, genau. Ja. Und noch eine Chemiekeule zu dem Kaffee, zu den Röstaromen, die wir dann auch haben. Das braucht auch kein Mensch. Ja. Deswegen bio-entkoffeiniert. Das wird mit einem Wasserdampfverfahren gemacht. Ah, okay. Und das ist auch ganz schön, weil da wird die Kaffeebohne, die wird auch besser geöffnet, sodass wir teilweise sogar noch mehr an die Aromen drankommen als bei einer ganz normalen Röstung. Ja. Das finde ich also toll. Und deswegen schmeckt entkoffeinierter Bio-Kaffee wunderbar. Und man merkt keinen Unterschied. Also ich sage, man merkt keinen Unterschied. Außer, dass er nicht kickt. Ne? Genau, er kickt nicht. Das ist richtig. Das merkt jemand, der den Kick braucht des Koffeins, der merkt es natürlich schon. Ja, und dann, ihr habt es schon eben gehört, auch generell bei den Kaffeesorten, also Arabica, klar, aber dann gebt einfach ein bisschen mehr Geld aus und kauft euch unbedingt Bio-Kaffee. Ja, mache ich auch mit. Kriegt man auch gut, bis auf, was wirklich schwierig ist, einen entkoffeinierten Bio-Kaffee zu finden. Mit ganzen Bohnen. Ja, oder ich habe so eine PET-Maschine, dazu will ich auch gleich noch was sagen. Okay. Ja. Das ist relativ schwierig. Das ist nicht so einfach, da was zu finden. Also man findet entkoffeinierten, man findet Bio-Kaffee, Fairtrade auch mittlerweile überall, aber einen entkoffeinierten Pad, da muss man schon wirklich wahrscheinlich im Biomarkt ein bisschen suchen. Genau, da muss man suchen. Ja. Aber was man auch ganz schwer findet, sind ganze Bohnen. Das stimmt. Entkoffeiniert. Ja, das ist wahrscheinlich schwierig. Ja, aber es gibt ihn. Ah. Wir haben den zu Hause natürlich. Ah. Ich bestelle mir den immer bei meinem Biomarkt und die haben auch wirklich erstmal suchen müssen. Die haben erst gesagt, sie glauben, sie finden keinen, aber sie haben einen wunderbaren für mich gefunden und das ist total gut. Genau. Also das ist auf jeden Fall auch eine Alternative. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit für die Kaffeekenner und für die Kaffeegenießer, den Koffeingehalt zu reduzieren und zwar um die Hälfte oder sogar zwei Drittel, indem man einen Cold Brew Kaffee herstellt. Das habe ich schon mal gehört. Hab's aber noch nie wirklich, außer mal, ich habe mal so eine Dose mal gekauft, ja. Das schmeckt nicht so lecker. Hat mit Dose nichts zu tun. Also nee, ich meine, gibt's jetzt so ein paar Hersteller, die machen kalt gebrauten Kaffee, den die unterwegs getränkt. Aber wie, erzähl mal, wie macht man das denn? Ich würde es nämlich mal ausprobieren. Ja, kalten Kaffee macht man. Achso, lecker. Der ist wirklich lecker. Und zwar nimmt man einfach den Kaffee, gießt den mit kaltem Wasser auf. Ja. Lässt dann über Nacht ziehen, über Nacht. Und dann gehen natürlich die ganzen Aromastoffe, die ganzen Stoffe des Kaffees, die gehen in dieses Wasser und es wird relativ stark. Ja. Und dann nimmt man morgens, je nachdem, wie stark man ihn haben will, entweder eine Vierteltasse, eine halbe Tasse von diesem Konzentrat und gießt das mit kochend heißem Wasser auf. Und dann hast du einen wundervollen, heißen,
wohlschmeckenden Kaffee, der weniger Koffein hat. Das ist aber das, wenn man unterwegs ist, eine saugute Idee. Weil man in den meisten Hotels hat man ja einen Wasserkocher. Stimmt. Dann könnte man sich eine kleine... Genau. Eine weiße Wasserkocher. Du hast ein Bio-Kaffee. Ich muss gerade die Alexandra hinter der Kamera heute... Die trinkt ja keinen Kaffee. Angucken, aber sie grinst wahrscheinlich wegen dir, gell? Ja, ich bin ja so ein Kaffee-Freak. Ja, da kannst du das nämlich mal ausprobieren. Probier ich mal aus. Weil das finde ich, das ist wirklich und er schmeckt einfach auch unglaublich gut. Das ist ein Geheimtipp unter Kaffeekennern. Ja. Und ich kenne es nicht. Ja. Ich mache es ja nur wegen Kick. Ich muss nur eine Sache, Quatsch. Eine Sache sagen, was ich weiß oder was ich glaube zu wissen ist, es ist so, diese ganzen, also ihr habt ja anscheinend einen Vollautomaten, hatten wir früher auch, ja. Und wir haben eine Kaffee-Pet-Maschine und beide diese Maschinen arbeiten mit Druck. Da wird der Kaffee, also heißes Wasser, mit Druck durch das Kaffeepulver gedrückt. Ja? Und diese Sachen haben deutlich weniger Koffein als alles mit Filtertüten, wo es durchläuft. Und das ist, glaube ich, mein Vorteil. Ja? Ich trinke nämlich gar keinen Filter. Du trinkst nur Druckkaffee. Genau, und auch immer nur mal so, da ist nur 125 Milliliter kommt da raus. Und dann trinke ich mal eine im Laufe des Vormittags und vielleicht eine mal am Nachmittag maximal. Ich trinke zum Beispiel keinen Kaffee nach 17 Uhr, weil ich merke, dann kann ich nicht gut schlafen. Es gibt auch Leute, die sollten nach 12 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Die schlafen nämlich auch nicht, weil es dauert viele Stunden, bis das Koffein abgebaut ist. Ja. Deswegen, also das ist so meine Grenze. Ich gucke immer auf die Uhr und denke mir, nee, jetzt ist es schon 16:45, mache ich nicht, dann kann ich nicht gut schlafen. Wie schon gesagt, man sollte, das glaube ich, da können wir wirklich sagen, dass die Grundessenz ist, das Schlechte ist das Koffein. Ja? Und je weniger Koffein man zu sich nimmt, desto besser ist es. Vor allem für Leute, die gestresst sind und so, die sollen vielleicht lieber einen Kräutertee trinken oder einen grünen Tee. Da ist zwar ja auch Tein drin oder Koffein, ist das Gleiche, aber anders. Ne? Mhm. Aber es ist schon ganz wichtig, dass man auch bei dem Tee das nicht so kurz ziehen lässt, weil dann hat man Mengen an diesem Koffein in dem Tee dann enthalten, sondern dass man den Tee ganz, ganz lange ziehen lässt und durch den biochemischen Vorgang, der dann stattfindet, durch das Herauslösen, wird dieses Koffein auch aufgespalten. Das ist eigentlich im Prinzip schon vorabgebaut. So ist es. Genau. Das ist nämlich, also nicht je länger man es drin lässt, desto mehr ist drin, sondern umgekehrt. Es passiert genau das Gegenteil. Ne? Ja. Deswegen, ich muss da noch ein bisschen experimentieren. Ich bin nämlich so ein bisschen empfindlich bei Grüntee. Mir wird er relativ schnell schlecht vor. Aber nur, weil du ihn zu kurz drin lässt. Ja, ich darf auch nicht so viel reinmachen. Ne? Ja, natürlich nicht. Ja gut, da steht immer drauf, auf dem Packungsstiel, einen Teelöffel pro Tasse, nie im Leben. Also ich habe 2 Teelöffel für eine Kanne von 1,75 Liter. Also richtig ja, also viel. Richtig, ja. Also viel weniger, als sie immer empfehlen. Viel Wasser, weil das kann ich sonst nicht, sonst würde es mir auf jeden Fall werden. Genau, also ich nehm eigentlich wirklich auch so 1 bis 2 Teelöffel pro Kanne. Perfekt, wir haben so eine 1,5 Liter Kanne und oft mache ich dann noch so einen kleinen Schuss Zitrone rein. Das bei mir, finde ich, ist es dann besser. Aber je länger man es drin lässt, desto besser ist es quasi. Ah ja, okay. Absolut. Muss ich mal testen. Also mache ich demnächst mal. Was ist mit den Pets? Da wolltest du noch was dazu sagen. Nur, dass das auch mit Druck ist. Ich meine jetzt wegen der Umweltgeschichte oder hast du diese... Nee, das hat ja keinen Unterschied. Also gut, also mit dem Vollautomaten ist es... aber das ist ja nur Papier und das wird kompostiert. Okay. Ja, also nicht Kapseln. Nein. Okay. Also keine Kapseln. Das hatten wir auch mal. Also kann ich offen zugeben, wir hatten sowas. Schmeckt sehr gut. Schmeckt wie im Restaurant. Deswegen kaufen sich das die Leute. Aber es ist mega schlecht für die Umwelt und auch nicht gut für einen selber, weil es ist ja Aluminium. Genau. Ja, und das mit heiß und mit der Säure vom Kaffee. Ich würde es jetzt nicht mehr kaufen. Vorsichtig wahrscheinlich. Sein, ja, genau. Also ich würde so einen Kaffeeautomaten schon vorschlagen, zu entsorgen, auch nicht zu verschenken, sondern zu entsorgen. Ja, es ist einfach so, weil wir müssen schon dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Und da gibt es einfach viele Faktoren. Und das ist auch einer der Faktoren, die dazu beitragen, dass wir länger oder kürzer hier auf dieser Welt verweilen. Klar. Gut, dann vielen Dank. Ich gucke gerade die Alexandra an wegen der Zeit, ja, oder keine Ahnung. Vielleicht läuft auch die Karte voll, wahrscheinlich das. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal bei ihrem Kanal vorbei. Die Petra hat ganz viele Tipps noch mehr für Gesundheit. Die kennt sich da noch ein bisschen besser aus als ich. Daumen nach oben wäre toll. Abonnieren wäre super. Glöckchen aktivieren und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.